Ich schaffe es endlich, mehr Sport zu machen. Und heute gehe ich mit Vanessa und Tina zum Trampolinspringen. Sieht lustig aus, aber jetzt habe ich Angst. Bin ich dafür schon fit genug? I'm not physically fit. Welcome to Fuse. So I brought my bitches with me. Hell yeah, let's go. They have no idea. Wir sind gespannt. Ich bin Haley, eure Trainerin. Wir werden viel Spaß haben. Ihr werdet staunen, was eure Körper so drauf haben. Ich sehe blaue Flecken und Knochenbrüche und ein kaputtes Ego. Das habt ihr sicherlich schon mal auf Videos gesehen. Als ob man mit beiden Füßen nach unten tritt. Vielleicht machen wir noch Schläge und Hampelmänner. Für diese junge, dünne Frau mag das was sein. Dieses ständige Hüpf, Hüpf, Hüpf. Aber doch nicht für uns. Ihr könnt natürlich auch eine Kniebeuge machen oder treten. Was habe ich mir nur gedacht? Nervös? Ist normal. Ist höher als mein Bett. Schwierig. Wenn man draufsteigt, breitet man am besten die Arme aus. So kann man das Gleichgewicht halten. Dann hoch. Du hast dünne Beine. Das heißt gar nichts. Ich kann's nicht. Mach schon. Das wird nichts. Genau so. Ich habe mich überschätzt. Ich komme nicht mal hoch. Geht nicht. Soweit es geht. Ich tue mir weh. You want to try again? Yeah. Okay, and push on me too. Let's get this side too. Okay. Yes. There you go, baby. There you go. I'm wobbling. Wackelig. Geht's? Dann steigt alle mal aufs Trampolin. Das ist der Beat. Normalerweise macht man dazu kleine Sprünge, wie ihr euch wohlfühlt. Schau mich an, wie ein kleines Kind. Ich bin tatsächlich gehüpft. Mein Kopf war dort, mein Fett da drüben. Und alles hat gewackelt. Als hätte man mich in einen Mixer gepackt. All right. We are here. Hey, bitches. Hi. Hi, you made it. Seit meiner OP sehen mich die Mädels mit anderen Augen. Ich will ihnen zeigen, dass ich stark bleiben kann. Sie sollen mich als Vorbild sehen. Heute hängen wir auf der Veranda ab und machen Smoothies. Aber hallo. Soll eine Party werden, aber nicht so eine. Ich fang dich. I ain't gonna kill you. Ich habe uns was vorbereitet. Ich kam in den Garten, sah die Früchte und den Mixer und dachte nur, was wird das? Seit ihrer OP ist sie auf dem Gesundheitstrip. Aber Kochen ist einfach nicht ihr Ding. Heute machen wir gesunde Smoothies. Mit Avocado? Avocado in my smoothie. I don't know about avocado. Ginger? Ingwer? Ihr mögt doch Avocados. Als Smoothie? I have spinach. Spinat habe ich auch. Oh, I didn't even notice the spinach. Oh, this is really sehr gesund. Yes. Do you need help? Well, hilf mir mal. Let me get a few things. No, but really, what is was ist das? I'm trying to find it. Open it with your chicken. Beiß rein. Thank you.
Oh God. It's something to kill us. Sie will uns umbringen. Ingwer, Orange und Matcha. Das klingt ja furchtbar. We can, but einen wenigstens. Side by one. So let's do the orange. Matcha, Orange. Yeah, because I heard that's gern. Yeah. We're gonna use a Spinat. Couple of spinach leaves. Okay, nicht so viel. This is a nur cup. Eine Tasse, oder nicht? No, it looks like a cup to me. A teaspoon. Dann Matcha. Matcha tea. Do we have so viel? Yes. Laber nicht ständig rein. Backseat blendering. All right. Do you want a cup? Megan, Orangen? Nee, I'm good. Vielleicht. All right. They look good. Sieht gut aus. Really do. I do want to tell ich muss euch was sagen. Oh, dear God. Vor kurzem war ich bei Proctor, wisst ihr ja. Und es lief so lala. Aber ich bin jetzt wieder am Start. Ich gehe es an und mache kurzen Prozess. Was heißt das? Ich heirate. Das ist toll, freut mich. Nach 12 Jahren. John hat mich vor 2 Jahren gefragt. Ich will für immer bei dir sein. Du bist der Sonnenschein in meinem Leben. Oh my God. Always by my side. Oh, baby. Ah, what do you say? Yes. Das sagst du jetzt 2 Jahre. Ich mach's. Wann konkret? Im Herbst. Planning. Etwas knapp, um die ganze Feier zu planen. Whole ceremony. Ich will ja an meinem Hochzeitstag gut aussehen. Da bin ich doppelt motiviert, mich jetzt richtig anzustrengen und abzunehmen. Aber natürlich ist das nicht der einzige Grund, warum ich heiraten will. Kurze Frage. Willst du es mir ausreden? Eigentlich geht es doch nur um eine Sache. Bist du dir sicher, dass das der Mann ist, mit dem du den Rest deines Lebens verbringen willst? Wir müssen an ein paar Dingen arbeiten. Aber er ist dazu bereit. Und er liebt mich. Er liebt dich. Und ich unterstütze dich. Aber ich will, dass du glücklich bist. Exactly. Thank you. Hold on. Ich hab nicht ewig Zeit. Push it. Die Farbe. Tree trunk. I did. Wer zuerst? Take one down, pass it around. I think the invitee. Auf Megans Hochzeit. Prayers it happens. Ich spüre bei Vanessa einen Funken Eifersucht. Für sie ist das gerade schwer, weil sie alleine ist. Sie hat mich eigentlich immer unterstützt, auch vor und nach meiner OP. Sie ist meine beste Freundin. Aber auch da war immer diese Eifersucht. Ich nehme es ihr nicht übel. Ich bin auch eifersüchtig. Aber diese Hochzeit findet statt, und zwar bald.